dabei seid bei der nächsten Folge. Wir sind noch auf Tamora. Und wir gehen noch mal gucken, ob es hier nicht irgendwie noch am Strand irgendwelche... Ja, wie kann es anders und besser sein, dass wir immer am Anfang den Ring hier anziehen müssen, damit wir auch schnell loslaufen können und gucken, ob hier irgendwo was ist. Ja, da läuft doch schon was. Hier, der Beißer. Kommt er denn? Oder, der ist aber lahm. Kommt er überhaupt hier hoch? Könnte ich noch eigentlich gleich mit... Ja, er kommt nicht hoch. Kommt doch hoch. Ja, gut. Kräftige, grüne, weiße und grauer Beißer, nicht grün. Mir war ganz grün vor Augen wegen der Warane in der letzten Folge. Ja, und dann haben wir hier noch einen steinigen Molerat. Auch den machen wir mal eben platt. Die Molerat. Ja, okay. Hier ist ich auf dieser Insel, also auf dieser Inselversion, habe ich viele Oberflächen gesehen, die nass sind. Hier ist wieder so ein Beißer. Komm her. Ja, da gibt's wieder einen Durchgang. Schnell. Habt ihr das gesehen, wie der auf mich losrennt? Der kann ganz schön losrennen. Ah. Okay. Lecker Schildkrötenfleisch. So. Gucke ich nochmal den ganzen Strand entlang und mache da die Leute platt, bevor ich hier wichtigeren Aufgaben mich zuwidme. Apropos wichtige Aufgaben. Was könnte hier noch alles auf Tamora oder in Bezug von Tamora noch sein? Da könnt ihr mir noch was schreiben, falls ich was vergessen haben sollte, weil ich bin wirklich drauf und dran. Wieso ist denn hier noch ein Lurker? Hier, da ist doch noch ein schöner, interessanter Heinz dahinter. Da wollen wir erstmal speichern. Yep, dann wollen wir den mal mit dem Kugelblitz mal so ein bisschen, Moment mal, Wassergolem. Mal so ein bisschen schwächen. Ich hoffe, dass ich das auf Anhieb hinkriege. Los, jetzt mach den Kugelblitz mal so richtig. Aber mehr lädt er nicht. Ja, dann gleich nochmal hinterher. Dann dürfte es eigentlich gegessen sein. Richtig. Wassergolem-Herz. Also Herz eines Golems. Egal ob Wasser, Stein, Feuer. Okay. Mehr wird es wahrscheinlich hier nicht geben. Machen wir doch den Lurker hier platt. Oder besser die anderen da noch. Das ist ja eigentlich gar... Weil das sind ja gar nicht mal unsere unwenige. Gut. Okay, das werde ich im Off machen. Und dann werden wir da mal gucken, wie wir weiterverfahren. Oder wie ich weiterverfahren kann. Also bis dahin. Ja, auch hier gehen wir wieder mal schön in die Schlacht hinein. Hier wimmelt es ja nur von Lurkern. Beim Kokosnussbaum hier. Muss mal auf achten, dass ich hier genug Leben habe und auch genug am Leben bleibe. So, noch irgendwelche Leutchen? Nee. Ja, falls ihr euch wundert, dass es so taghell ist, ich habe mit dem Schlafsack noch mal eine Runde geschlafen, also beziehungsweise die Nacht verbracht im Schlafsack, im Ziegensack. Und deswegen ist es so hell und wir können auch wunderbar hier erkennen, was los ist. Ich loote eben nochmal hier die Lurker und das, was so am Strand rumliegt. Und dann sehen wir uns weiter. Wieder. Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Und zwar habe ich ja hier Kokosnüsse gesehen und ich habe noch hier eine aufzulesen. Wie ist denn das mit den Kokosnüssen? Kann man die eigentlich braten und geben die dann Special Points? Ich habe das mal irgendwo mal so aufgeschnappt. Das müsstet ihr mir mal bitte verraten. Weil, wenn ich ganz nach unten ins Inventar gucke, da sehe ich ja meine aufgelesenen Kokosnüsse hier. Die ließe sich vielleicht knacken. Zack. Die ist jetzt geknackt. Und weiter oben bei den Nahrungsmitteln hier Kokosfleisch. Da möchte ich ganz gerne den Unterschied wissen oder einfach wissen, ob man die braten kann. Vielleicht komme ich ja noch irgendeine Bratpfanne vorbei und kann es selber ausprobieren, aber ich werde mal weiter looten. So, diesen Bereich abgelootet. Dann habe ich mal ganz kurz hier mal hier rein vorbeigeguckt. Das Ergebnis seht ihr ja hier.
Ah, okay. Was hier unten noch ist, das weiß ich nicht. Da müsste ich einmal rumschwimmen. Ich glaube, da ist nichts Besonderes. Gucken wir mal, was hier am anderen Ende ist. Da dürfte ja der Hang sein. Richtig. Und das der Weg zum Fischerdorf. Guck ich noch mal hier rum, sicherheitshalber, ne? Oh ja, da haben wir wieder ein Wassergolem. Einmal und zweimal und kaputten Isel. Husch, das war das. Und weiter geht's. Jo, ein wilder grauer Beißer. Mal gucken, trinkt er oder machen wir ihn vorher kalt? Das ist die ganz große Frage. Und natürlich gibt es sehr viele Klapp- und Hornmuscheln zu. Ja, aufzuheben. Hier. Du müsst sie aber alle noch im Off öffnen. Im Off öffnen, das ist auch gut. Dann gucken wir mal weiter. Hey, da steht doch noch Ambrosius. Hä? Was war denn das jetzt? Moment mal, der Ambrosius ist verschwunden und nur so ein Zettel war da. Oder ist er? Wer ist Ambrosius? Immer mal speichern, dann geht er wieder an. So, da ist Ambrosius. Oh, den hat's ein bisschen erwischt. Den hat's ein bisschen erwischt. Aber dafür habe ich ihm sein Zeug genommen. Oh Mann, mein Kopf. Okay. Das war mal knapp, ey. Wie steht's? Wie steht's? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Ach du Gott. so ehrlich bist. Was ist Na alt? dann noch vielen Dank für deine Hilfe. Ja, ich dachte, jetzt wäre noch irgendwas Neues da. Nee, okidoki. Ja, dann haben wir Ambrosius auch mal wieder gesehen. Und hier wieder ganz viele schöne Müschelchen. Okay. Hier oben drauf pickt noch was. War ein Scavi. Wo ist er denn? Gut, okay, ich muss auch wieder mit dem Ring machen. Okay. Gut, hätte ich mal wieder Alt drücken sollen, also die springende Taste. Lauflieder, hier hat es auch eine gute Aussicht. Gucken wir noch mal auf den anderen Inselchen sicherheitshalber nach, ob da noch mehr ist. Jambadadambam, muss ich natürlich wieder schneiden. Ja, wen haben wir denn da? Da ist er, Wassergolem. Hallo, aufwachen. Am besten. Okay, er ist jetzt erwacht. Los. Okay. Das war gut. Bisschen Abstand nehmen. Dann dürfte das eigentlich. Oh! Wieso hat denn das nicht geklappt? Alter, wieso denn das nicht hier? Jetzt habe ich natürlich kein Kugelblitz mehr, so wie es aussieht. Auch schön. Ob das was bringt. Ja, es hat was gebracht. Okay. Es gab ja, glaube ich, noch ein Wassergolem hier in der Nähe. Ah, hier ist noch eine Schildkröte, Nicht zu plündern. die ich schon geplündert hatte. Mann, oh Mann, wo war denn noch der andere Wassergolem? Da war der hier noch irgendwo. Ah, da ist er, da ist er. Muss ich mal gucken, ob ich noch Blitz habe. Nope, ich hatte ja einmal Kugelblitz gehabt. Ob das jetzt mit dem normalen Blitz auch geht? Was haben wir denn hier? Magieschaden 60. Tollen. Naja, speichere ich mal erst ab. Oder auch nicht. Ey! Shit. Gespeichert, Depp. Okay. Na. Na, da kann ich aber feuern, wie bis der Arzt kommt. Das bringt ja nun gar nichts. Okay. Jo, jetzt habe ich mal den Sturmknecht hier angezogen. Und meine Golem-Schutzrüstung. Dann wollen wir mal gucken. Oh ja. Das nützt. Da kriegt er was auf der Mütz. Okay, wir werden weiter gucken.
Ja, ich habe mich mal wieder hier in die Berge begeben. Also hier unten, da unten ist der Strand. Jetzt gehe ich mal hier, weil ich mich erinnern konnte, dass ich hier noch gar nicht war. Hier ist so ein Hügelchen mit kleinen, süßen, niedlichen Hasen. Doch, hier war ich, glaube ich, schon mal. Aber da waren keine Hasen. Ja, schön. Mal weiter, da geht's runter. Okay. Mal wieder ein paar Hasen entdeckt. Wie süß, die lassen wir natürlich in Ruhe. Ach, Zeit für ein Nickerchen, finde ich. Weil hier ganz hier oben muss die Luft ja wohl schön sein. Na, wo bist du denn? Wo ist denn mein Ziegensack? Na, wo bist du denn? Ah, hinterm Fahren. Okay. Ja, ich glaube, bis zum nächsten Morgen. Was ist denn? Widerliches Wetter. So, ausgeschlafen, ausgeruht. Oh, das sieht gut aus. Da ist er. Nur der Vogel hat immer noch nicht Ruhe gegeben. Naja, werde ich mal weiter gucken. Ui, mitten überrascht worden hier, um die Ecke von schwarzen Wölfen. Manometer. Ich gerade noch einschalten hier. Würde mich nicht wundern, wenn hier noch was um die Ecke ist. Ja, jede Menge. Oh, wieso habe ich die denn noch gar nicht? Ja, die habe ich noch nicht entdeckt hier auf Tamora 2. Ich sag mal Tamora 2. So, ich weiß. Ihr seid schön garstig. Oh, die machen mich kaputt. Da hilft nur eins: Unwetter. So. Wir werden mal Unwetter wirken. Na, nach vorne schreiten. Jawohl. Gucken, wo kamen sie an? Waren hier noch welche? Ah ja, irgendwo in der Nähe waren noch welche. Jetzt gilt es natürlich, die ganzen Gobos zu looten. Gut, das mache ich auch im Off. Ja, da unten sind noch schwarze Wölfe. Mal gucken, wie wir da rankommen. Das wäre dann hier. Ja, los. Das ist natürlich blöd. So, muss man ein bisschen verstecke, damit sie hängen bleiben. Genau. Wir brauchen noch hier. Ah, ist voll den Zitteranfall hier, wa? Okay. Ja, vielleicht finde ich ja noch irgendwo mehr Getier zum Experience machen. Wie viel haben wir denn? Ach, es ist nicht mal so viel. Da hinten sind ja noch Tierchen. Jede Menge habe ich gesehen. Und da unten auch noch. Ja, mal gucken. Über. Hierhin. Ah ja, hier in dieser komischen Stelle. Hier war ich noch gar nicht. Ja, wollen wir mal hier die Tierchen mal beseitigen. Hund, Katze, Maus, Nullerand. Ach, das waren die Schafe, die ich von oben gesehen habe. Richtig, bei dem Schafhirten, dem wir ja den Greif vertrieben haben, Edgar. Ja, wie steht's dir Wie denn? steht's? Bis zum Hals? Ausgezeichnet. Genau, das war das mit dem Greif. Gut, dann dürfte es hier auch nicht mehr weitergehen. Jo. Ich habe hier noch was picken gehört. Ich sehe mal, ich höre mal was, aber ich sehe nichts. Naja, schauen wir mal. Wollen wir ja nicht so viel Zeit hier vertreiben auf der Suche nach irgendwelchen komischen Getier, wie der heißt. Wilde Giftwespe. Ach, die hat mich aber auch jetzt wieder voll vergiftet. Mann, oh Mann, oh Mann. Aha, hier ist ja noch der alte Belia-Schrein. Kann ich die Giftweste von hier aus? Bestimmt nicht. Nee, das bringt nichts. Ja, ich habe eine schöne Aussicht und da hinten ist auch das Eremitenhaus, wenn es mich recht erinnert. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Oh, ich habe mich vertan. Das ist die Adanos-Statue. Was kann man denn an der nochmal machen? Man kann noch mal beten. Ich will beten und spende 100 Goldstücke. Verstehe. Ja,
Schön. Ach so, kann ich mich auch heilen? Wenn ich hier schon bin, dann kann ich mich auch heilen lassen. Vollständig geheilt. Wunderbar. Und hier sind die Orkschiffe. Ja, wie schon gesagt, da bei dem Eremitenhäuschen müsste ich mal gucken. Moment mal, hier regnet so. Die Stelle kenne ich doch. Gab es nicht hier die Zirpennesseln? Und vielleicht gibt es da noch welche. Haha, sehr schön. Die sind nicht äußerst selten. Äußerst seltene Zirpennesseln. So, dann brauchen wir mal. Jetzt ist das aber das Problem, dass da unten jede Menge Tierchen auf mich wartet. Jedenfalls habe ich Wölfe gehört. Auch hier eine Giftwespe auf der anderen Seite. Die können mich jetzt nicht scheren. Ich mache mal Folgendes. Ich mache mal wieder ein Unwetter. Und dann werde ich mal rüber zu diesem knochigen Baum springen. Genau, richtig. Okay, wo gibt's noch Wölfe? Okay, es waren ein paar. Schwarze Wölfe. Ich war der Meinung, es gäbe noch mehr. Hier ist noch einer. Okay. Jetzt wären wir also hier. Ach, hier noch ein paar. Doch, so viele. Wow. Schau mal, wo diese Fliege ist. Da ist sie ja schon gleich. Der Wespe oder auch immer. Wie immer sie heißt. Auch heißt hier. Na, triff doch mal. Okay. Ah, ich habe trotzdem erwischt. Mann. Naja. Jo, der leuchtende Pfeil. So, und es hat auch aufgehört zu regnen. Hm, gucken wir mal weiter in der Landschaft. Hier geht's Richtung Burg. Aber ich will ja noch zu diesem Einsiedlerhäuschen. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ist das hier richtig? Ach, hier war das mit dem Greif. Ja, das ist richtig. Die Richtung stimmt auf alle Fälle. Aha, da ist mal wieder so ein Gebüsche. Mal kurz einen Prozess. Ah, ich habe mal wieder vergessen, den Ring wieder umzustecken. Ja, das mit dem Ring ist mal blöd. Ich weiß. So, dann werden wir mal hier wieder mal rein. Gucken. Nee. Wo ist er denn? Ah, da ist er ja. Komm, Goblinkrieger, geh. Wo willst denn du hin? Puh, ja, wenn das so ist. Holen wir uns doch noch mal ran hier. Nö, der haut ab. Der hat keinen Bock mehr. Ah, Baumstamm. Schön. Und war noch was hier? Nein. Könnte ich ja noch gleich. Ach ja, richtig. Nochmal eben kurz. Schichten umstecken. Ja, Leute, das ist immer ein bisschen hinderlich. Jetzt renne ich wieder. Jo, der Gobo ist weg. Er hat sein Popo in Sicherheit gebracht. Ah, hier gibt's noch Zeug. So, das ist schön, dass wir hier an diesem Eremitenhaus sind. Ich bin mal gespannt, ob da auch wieder was Neues oder noch was Neues gibt. Aber erstmal rundherum mal die Sachen chillen, die wo da so gibt. Wie zum Beispiel giftige Wespen oder so. Hab ich doch eben gesehen. Zwei Stück sogar. So, einmal. Naja, aber noch geschafft. Okay, killen und grillen. So, jetzt gehen wir mal in dieses Haus rein. Ich habe jetzt eben überhaupt gar keinen Bezug zu Feldknöterich, aha. Zu diesen Quests, die wir da vorher hatten. Aber man weiß ja nie. Vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. Oh, hier. Weil die moderne Bewässerungsanlage um das Feldknöterich-Feld. Aber ich habe den Eindruck, dass wir hier... Ah, hier können wir mal ein bisschen was machen. Brot nehmen. Bier. Das ist wieder alles aufgefüllt. Das ist gut. Dann werden wir mal was kochen. Oder
Ne? Also was braten meine ich. Dann gehen wir mal hier ins Obergeschoss. Ach, was liegt denn hier? Die Chroniken von Tamora 4. Jetzt haben wir die auch doppelt. Auch schön. Ja gut, in diesem Häuschen gibt es also nichts mehr. Ja, ich würde sagen, ich werde zum Fischer dort runterfetzen. Beziehungsweise mich... Oder ich gehe erstmal durch und dann gucke ich mal im Fischerdorf, ob wir dann da mal weiterkommen. Hier sind nämlich noch Wölfe und sowas, sehe ich gerade. Wie viele sind es denn? Zwei oder noch mehr? Gucken wir mal eben. Mit der Flitzebogen. Schwarzer Wolf. Ja, die könnte ich eigentlich alle gut nehmen. Mit der Katana. Hoffe ich doch mal. Kommt. Ihr seid nämlich nicht so schön. Ja, da ging doch. Okay, dann gehen wir noch mal hinten durch diese schöne blumige Lichtung und dann schalte ich mich dazu, wenn wieder was Interessantes ist. Vielleicht gibt es ja noch ein Goblo oder sowas. Oh, nee, immer noch so ein Wolf. Alter, nee, das war jetzt nicht gut. Habe ich wieder gepennt meine ich. Sieht's denn aus hinter mir? Laufen zwei hinterher, das ist nicht so pralle, weil die sind nämlich auch schön fix und schnell. Ah, hier kann ich leider auch die Tür nicht zumachen. Sowas bekloppt es jetzt aber auch. Ich habe mich noch nie in ein Haus geflüchtet. Na, ich werde mal was essen. Ich habe sie eben gerade kläffen gehört. Da kommt einer hoch, wie irre. Herrlich. Mann. In der Truhe ist nichts, habe ich schon nachgeguckt. So, wo sind die nächsten? Waren ja zwei. Na, kein Wolf mehr in Sicht? Ach, macht nichts. Jetzt egal. Ja, brennende schwarze Wölfe sind immer gut. Mal gucken, ja. Wer ist denn als erstes? Wo ist das? Drei schwarze Wölfe sehe ich hier. Also, ne, da, der wird übersprungen. Na, dann machen wir es anders. Ah, klappt das mit dem bisschen Mana? Ich weiß es nicht. Los, voraus. So. Dürfte es eigentlich gewesen sein. Ja, im Endeffekt waren es dann doch vier Wölfe. Ich begebe mich jetzt zum Fischerdorf. Und ich weiß jetzt nicht, was auf mich zukommt. Wir werden wahrscheinlich nach Varant. Aber wen müsste ich denn noch anquatschen? Ja, das ist ja das. Ich probiere es einfach mal, indem ich... Welches Boot war das? Das war das hier, ne? Ja. Aha. Ja, jetzt sind wir wieder hier auf dem Schiffchen. Dann gehen wir mal rüber. Also hoch. Mhm, hier stehen ganz Paladine. Konrad, Ganelun. Muss ich gern etwas sagen? Ich glaube nicht, dass ich doch. Nein. Altwien. Ja, das ist von nach Varant segeln. So, das habe ich mal abgespeichert. Dann gucken wir nochmal für diese Folge. Bevor wir nach Varant segeln, müssen wir zunächst nach Myrtana, um dem König das Erz zu bringen. Wenn wir erstmal in der Nähe von Vengard sind, wirst du von mir die Erzkiste sowie eine Rune erhalten, die dich in die Burg teleportiert. Ja. Teile dem König auch mit, was du über die Untotenarmee in Erfahrung gebracht hast. In Ordnung. Gut, dann auf nach Vengard. Okay, auf nach Vengard. Gut, okay. Hätte es wissen müssen. Hier hast du die Erzkiste und die Teleportrune zur Burg. Wie aber komme ich zurück? Ach ja, richtig. Das hätte ich fast vergessen.
Hier ist die Rune, die dich zurückbringen wird. Viel Glück bei deiner Mission, Paladin. Ich hoffe, du kommst nicht zu spät. Zu spät? Ihr meint, die Orks könnten schon Vanguard erobert haben? Wir waren lange unterwegs. Da ist alles möglich. In diesem Fall solltest du so schnell wie möglich zurückkommen. Innos möge dich beschützen. Hui. Sehr lustig. Was? Hört ihr das auch? Was ist denn hier los? Moment mal, wo ist denn jetzt der andere Klöppel? Moment. Nee, ich dachte, ich hätte irgendwie Blasmusik gehört. Zu Anfang, wo das hier reingegangen ist. Ah, gucken wir erstmal ins Logbuch. Vanguard. Bevor es nach Vanguard geht, wird Lord Baldwin die Erzkisten zum König bringen, damit man Erzwaffen gegen die Orks schmieden kann. Ja, logisch. Außerdem soll ich dem König von der Untotenarmee berichten, die die Welt bedroht. Also dann auf nach Vanguard. Wir haben die Küste von Myrtana erreicht. Lord Baldwin gab mir 2 Teleportrouten. Eine, die mich zum Thronsaal nach Vanguard teleportiert und eine für zurück. Ich sollte sogleich mit dem König sprechen. Leute, das ist schön, aber ich werde für diese Folge schließen. Und dann geht's weiter. Ne? Danke fürs Zusehen. Schreibt einen Kommentar, liked und bis zum nächsten Mal. Ciao.